Ich war kein besonders guter Schüler, ich war selten gut vorbereitet und dementsprechend gibt es immer wieder diese Stimme, die sagt, du kannst das gar nicht, die merken, dass du betrügst. Das ist einer der ätzendsten Glaubenssätze, dieses du wirst entdeckt, ne? Und dadurch habe ich natürlich auch diesen Ehrgeiz, halt gut zu sein und zu liefern. Und auch mittlerweile habe ich in meinem Leben oft genug bewiesen, dass ich es kann. Spring über deinen Schatten. Der Podcast für Menschen, die außergewöhnliche Herausforderungen meistern und große Ziele erreichen wollen. Herzlich willkommen, mein Name ist Gabi Graubner und wir springen jetzt gemeinsam in die erfolgreiche 48. Woche dieses Jahres. Starten wir mit dem Spruch der Woche. Risiken sind per Definition Eingeständnisse unserer Ignoranz. Dieses Zitat stammt von Jill Savary. Er ist Sicherheitsberater. Außerdem bewegt er bei seinen Kunden das Risikobewusstsein und die Entscheidungsfindung. Seinen Lebensmittelpunkt hat er in der Metropolregion Lausanne. Letzte Woche hatte ich wieder einmal die Gelegenheit, mit ihm sprechen zu können. Ich schätze ihn sehr, vor allen Dingen wegen seinem Wissen und seinen trockenen Sätzen, die immer mal so en passant einfach fallen. Risiken sind per Definition Eingeständnisse unserer Ignoranz. Sehr oft kann man das positiv, aber natürlich auch negativ nutzen und bewusst machen. Einerseits bedeutet das ja, dass ich viel Positives sehe und ganz bewusst ignoriere, was es unter Umständen an Risiken geben könne. Und hierbei liegt die Betonung ganz stark auf bewusst. Das heißt, ich mache mir vorher bewusst, welche Risiken es gebe und entscheide dann bewusst, diese zu ignorieren. Hat die Folge, falls es schief geht, darf ich hinterher nicht jammern. Aber dieser Satz, Risiken sind per Definition Eingeständnisse unserer Ignoranz, ist auch ein Aufruf, wieder wachsam zu sein, etwas genauer hinzuschauen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal sieht man, dass das Glas schief steht. Und man stellt es nicht gerade und wundert sich später, dass es gefallen ist. Oder man weiß den Weg nicht so genau. Und es wird schon nicht so schlimm sein und zieht dann vielleicht die falschen Schuhe an, gerade wenn es in Richtung Bergsteigen geht. Aber das Ganze immer so als Metapher sehen. Sehr viel geschickter bedeutet, Risiken sind per Definition Eingeständnisse unserer Ignoranz. Wenn ich alles tue, um mögliche Risiken zu vermeiden, also meine Hausaufgaben mache und dann bewusst losziehe und das eine oder andere auch in Kauf nehme. Vielen Dank an Jill Savary für diesen wunderbaren Satz. Und nun zum Tipp der Woche. Nimmst du Vitamine, um durch Zeiten wie diesen plus Winterzeit gut durchzukommen? Also ich mache das und ich habe auch meinen Partner dazu motivieren können, Vitamine zu nehmen. Und jetzt habe ich so eine ganz kleine private Untersuchung gestartet. Mein Partner nimmt nämlich nicht gerne Tabletten. Die meisten Vitamine sind aber in Tablettenform erhältlich. Und wann immer wir beim gemeinsamen Frühstück sitzen und ich ihn A frage, ob er Tabletten möchte, kommt sehr viel häufiger Nein, als wenn ich ihm sage, möchtest du Vitamine? Ja, und das Ganze nennt man Priming und mein höchstpersönlicher Versuch herauszufinden, wie die Wirkung ist. Als Priming-Effekt wird in der Psychologie das Vorbereiten eines Reizreaktionsschemas bezeichnet, wobei der Eingangsreiz bestimmte Assoziationen und Reaktionen zur Folge hat. Kurzes Beispiel nochmal mit meinem Partner. Tabletten
reizen ihn sehr, der mag das nicht sehr gerne, es fällt ihm schwer, sie zu verschlucken. Spreche ich also davon, möchtest du Tabletten? Denkt er an dieses schwere Schlucken, an dieses ich mag das nicht? Spreche ich von Vitaminen? Denkt er an Gesundheit, besonders in Zeiten wie diesen? Und nimmt die Tabletten ohne große Diskussion. Als Priming-Reize bieten sich eine Menge Dinge an, die man dazu nutzen kann oder die uns eben reizen oder die uns unbewusst auch beeinflussen und wo wir unbewusst dann eine Reaktion drauf zeigen. Das können Bilder sein, das können Worte sein, Tablette, Vitamine, das können taktile Empfindungen sein, die wir haben, das können Gerüche sein, die wir positiv oder negativ mit etwas verbinden. Das können Gedanken sein, die uns plötzlich anspringen und sofort haben wir schlechte Laune oder vielleicht sogar gute Laune. Oder das können Erinnerungen sein, die uns überfallen und uns eben auch in eine positive oder in eine negative Stimmung versetzen. Auch Kleidung hat einen Priming-Effekt. Denken wir bloß einmal daran, dass jemand einen weißen Kittel anhat und je nachdem, wie wir darauf reagieren, kann es der Malerkittel sein oder der Arztkittel. Und je nachdem, wie wir es dann eben definiert haben, reagieren wir entsprechend, wenn die Person in dem Kittel etwas von uns möchte. Es gibt eine ganze Reihe von Experimenten mit dem Thema Priming. Zum Beispiel gab es vor vielen, vielen Jahren einmal eine Softdrink, ich glaube es war Coca-Cola, Werbung im Kino. Und zwar war alle paar Frames pro Sekunde eine Cola eingeblendet. Jetzt ganz kurz, die aktuelle Bildfrequenz von 24 Hertz, das ist bei vielen Kinofilmen, bedeutet eben 24 Bildchen in der Sekunde. Und wenn dann jedes zehnte Bildchen eine Coca-Cola ist, kriegen wir das bewusst überhaupt nicht mit. Aber als dann Pause war, hat man einen signifikanten Anstieg des Verkaufs dieses Softdrinks gespürt, wie wenn diese Bildchen nicht im Kinofilm mit eingebunden waren. Übrigens eine Form von Werbung, die in Deutschland nicht erlaubt ist. Die Studie ist auch schon sehr, sehr alt. Ich fand es nur immer sehr faszinierend. Es gibt eine andere Studie aus dem Jahre 1974. Da fand man heraus, dass Augenzeugen von nie dagewesenen Glassplittern am Unfallort berichten, wenn sie die Frage nach dem Unfallhergang ändert. Frage A, was sahen Sie, als sich zwei Autos berührten? Frage B, was sahen Sie, als die zwei Autos gegeneinander schmetterten? Da sieht man, ein einziges Wort holt dem Gehirn plötzlich Glassplitter hervor oder zeigt dem Gehirn plötzlich, dass da Glassplitter sein müssen, weil wenn die zusammenschmettern, dann muss ja was kaputt gegangen sein. Andere Beispiele, dass der Psychologe John Bark hat zwei Gruppen von Menschen gebildet und diese zwei Gruppen haben Wortlisten bekommen. Einmal Wortlisten mit Klatze, Stock, Humpeln und vieles mehr, also Wörter, die zu alt passen. Die anderen Wortlisten waren gelenkig, spontan, Sport. Das sind also die Wörter, die zu jung passen. Und danach wurden die Probanden mit einem Auftrag, vermeintlichen Auftrag, dazu motiviert, den Raum zu verlassen, einen Flur runterzulaufen. Und es ging gar nicht um diese Wortlisten, mit denen sie gearbeitet haben, sondern es ging darum, es wurde die Zeit gestoppt, wie lange sie brauchten, um eben dann von A nach B zu kommen. Und es war festzustellen, dass die Gruppe, die mit den Wortlisten, die alle zu alt passen, signifikant langsamer den Flur entlang gegangen sind als die Probanden, die mit den Wortgruppen jung und dynamisch gearbeitet haben. Andere Art von Priming sind auch Marketingwerbungen, also im Marketing die Werbungen, nämlich zum Beispiel die Bacardi-Werbung, die uns sofort in Partystimmung versetzt, die Schönheit darstellt, ich bin schön, die Umgebung ist schön und man hat irgendwie so das Bedürfnis, in so eine Situation will ich rein und kauft dann vielleicht mal ein Bacardi, ohne sich dessen bewusst zu sein. Gleiche gilt auch für Nespresso. Ich persönlich bin großer Nespresso-Fan. Ich finde es einfach praktisch, quadratisch gut. Aber wahrscheinlich hat auch George Clooney mit seiner Umgebung, der Souveränität, auch wieder diesem schönen Gefühl drumherum, auch einen Einfluss darauf, dass ich dann das Gefühl habe, in einer viel entspannteren Situation zu sein, wenn ich meinen Espresso trinke, wenn er von Nespresso ist. Anderes Beispiel ist auch, stell dir vor, du wirst auf eine Party gehen und du warst da noch nie, bist zum ersten Mal eingeladen und jemand beschreibt dir A, deinen Gastgeber als erfolgreich, sympathisch und großzügig
Und schon wirst du mit einer ganz anderen Einstellung auf diesen Gastgeber zugehören und wirst dann das Gefühl haben, dass es ein netter Kerl ist, also, oder eine nette Frau. Beide müssten sich schon sehr anstrengen, dass du sie jetzt im ersten Moment unsympathisch findest. Andererseits ist aber, stell dir vor, du fragst jemanden, dass du und erzählst jemanden, dass du auf diese Party eingeladen bist und jemand beschreibt dir diesen Gastgeber als launisch, ungebildet, geizig und dann wirst du schon ganz anders auf diese Person zugehen, auf diesen Menschen zugehen. Du wirst deine Vorbehalte, deine Vorurteile haben und wirst in den ersten Sekunden das Eindruck haben, dass die auch sofort bestätigt werden. Du bist also geprimed. Fand ich immer sehr, sehr interessant. In meiner Firma zum Beispiel haben wir ja viel die Kunden unserer Kunden angerufen, haben also viel Kaltakquise gemacht, viel am Telefon gearbeitet und es gab natürlich ein CRM-System. Und irgendwann ist mir mal aufgefallen, dass wenn meine Mitarbeiter oder auch ich, das ist keine Frage oder Ansehen der Person, reingeschrieben haben, dass Herr Mustermann oder Frau Mustermann unfreundlich war, unhöflich war, unverschämt war, dass ich beim nächsten Gespräch so mit einer ganz anderen Einstellung und mit einer ganz anderen Modulation der Stimme auf diese Person zugegangen bin. Was schade ist, denn es könnte eine Momentaufnahme gewesen sein. Es könnte auch sein, dass die Person so reagiert hat, weil ich vorher auch falsch reagiert habe, falsche Signale gesendet habe und ich hatte deswegen dann bei uns im Unternehmen die Anweisung gegeben, wenn einer von uns eine schlechte Erfahrung mit einem Telefongesprächspartner gemacht haben, dann mehr Sätze reinzuschreiben wie Kunde braucht besondere Aufmerksamkeit, Kunde ist etwas speziell, also möglichst keine negativen Begriffe, damit mir gar nicht erst mit einer negativen Einstellung drauf geht. Es gibt auch ein paar sehr lustige Priming-Spiele, die man immer wieder mal auch ausprobieren kann, kommen fast schon auch aus dem Kinderspiel, funktionieren aber sehr gut. Ich zeige dir einfach mal kurz eines. Das eine ist, welche Farbe hat Blut? Deine Antwort, rot. Welche Farbe hat Feuer? Deine Antwort, Welche Farbe hat das Herz? Deine Antwort. Bei welcher Farbe der Ampel gehst du über die Straße? Was war jetzt deine Antwort? Wenn du rot gesagt hast, warst du ordentlich geprimed, bist aber beim falschen Lichtsignal über die Straße gegangen. Es gibt viele solcher Spiele. Wichtig ist, dass das Ganze ein bisschen schnell passiert, dass du ein bisschen Druck in der Stimme hast. Und dann kannst du fast auf jeder Feier, auf jeder Party jemanden aufs Glatteis führen. Probier es einfach mal aus. Auch wieder interessant, was ich aus meinem beruflichen Leben sagen kann, wenn es ums Verkaufen geht. Ich kann natürlich das Produkt, das ich anbiete, auch primen, indem ich von vornherein schon zum Beispiel sowas sage wie: Pass auf, wie es auf dich wirkt. Guck mal, das ist ein teures Produkt oder das ist ein preiswertes Produkt. Ich bin nur die Aushilfe, macht mich sofort klein und unbedeutend. Es dauert nur 19 Minuten, schon hat man das Gefühl, das geht schnell. In nur 10 Minuten ist es fertig versus es dauert 10 Minuten. Guck mal, wie das auf dich wirkt, wie unterschiedlich diese Aussagen, welche unterschiedlichen Gefühle diese Aussagen für dich bedeuten. Also, wie du merkst, es geht um Priming, wo wir geprimed werden, was uns zum Teil zu Reaktionen verleiten lässt, wo man sich hinterher fragt, warum genau habe ich das jetzt gemacht? Und es geht natürlich auch um die Möglichkeit, dass du andere primest, bewusst oder unbewusst. Eine der unbewussteren Primings zum Beispiel ist, wenn man mit einer älteren Person, deiner Mama, deiner Großmutter sprichst und sie sagt, also im Gespräch beiläufig nebenbei erwähnt, heute geht es mir so richtig schlecht und kurz danach kommt die Bitte, kannst du mir heute Nachmittag im Garten helfen? Jetzt sind wir geprimed, ich bin ziemlich sicher sehr unbewusst, aber jetzt haben wir ein mächtig schlechtes Gewissen, wenn wir nicht gleich freudestrahlend ja sagen, selbstverständlich Mama, helfe ich dir da, weil im Hinterkopf geht ja dieses, es geht ihr heute nicht so gut. Und jetzt habe ich eine Bitte an dich in eigener Sache. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Du erhältst diesen Podcast kostenfrei und regelmäßig. Als kleines Dankeschön bitte ich dich, diesen Podcast bei iTunes zu bewerten. Wenn du möchtest, mit 5 Sternen. Feedback ist auch herzlich willkommen. Ich freue mich sehr über deine Bewertung und du hilfst mir damit, bei iTunes ein gutes Ranking zu erhalten. Ich danke dir sehr dafür. Ich habe dir dazu 3 Tipps mitgebracht. Der erste Tipp ist,
Was willst du in der Überzeugungsarbeit erreichen? Also wie willst du, dass dein Gegenüber gestimmt ist? Wie willst du, dass dein Gegenüber auf das, was du tust, reagiert? Und welche Wörter brauchst du dazu? Und vielleicht hast du in der kommenden Woche eine Situation, wo du Menschen von etwas überzeugen musst, deine Mitarbeiter in der Führung, deinen Chef, weil du ein besonderes Anliegen hast, oder in der Partnerschaft, weil du, weiß ich nicht, zu Weihnachten ein besonderes neues Ritual einführen möchtest, kommt ja alles langsam auf uns zu. Und setz dich doch einfach einmal hin und überleg dir, welche Wörter und mit welchen Beispielen du arbeiten kannst, um genau deine Person positiv auf das, was du von ihr möchtest, einzustimmen. Mach dir eine Liste von Wörtern, wo du sagst, ja, die sind positiv, die wirken positiv, Beispiel Vitamine oder Tabletten, Beispiel nur im positiven Sinne, wobei man es auch negativ verwenden kann, Aushilfe ist negativ, nur 15 Minuten ist positiv, und gleichzeitig auch, welche Wörter du vielleicht vermeiden solltest, um den anderen nicht auf Ideen zu bringen, die er noch gar nicht hatte, also in die falschen Richtung zu primen. Also Aufgabe, Tipp 1 ist, wenn du das nächste Mal vielleicht im Laufe dieser Woche vor einer Überzeugungsarbeit stehst, welche Wörter, welche Beispiele willst du verwenden, um den anderen positiv zu stimmen? Der Tipp 2, den ich dir mitgebracht habe, ist, beobachte dich doch diese Woche einmal, wo du geprimed wirst. Und wie das passiert, dass du einfach bewusst so durch den Tag läufst und mal guckst, was da so passiert. Zum Beispiel ein Werbeplakat, was es bei dir auslöst, wenn du Fernsehen schaust und diese Werbeunterbrechung ist, welche Wirkung das eine auf dich hat. Oder wenn du plötzlich das Gefühl hast, so innehältst und denkst, das hat mich jetzt gerade so aggressiv gemacht, und dann nochmal versuchst, bewusst zurückzugehen. War es ein Wort, war es eine Erinnerung, die dich überfallen hast, war es eine Melodie, die du im Hintergrund gehört hast oder vielleicht sogar ein Geruch? Also was hat dich gerade aggressiv gemacht oder was hat dich gerade sehr, sehr positiv gestimmt? Mein Schattenspringer der Woche ist ja ein sehr, sehr positiver Mensch. Und nach dem Gespräch mit ihm war ich so richtig gut drauf, weil er hat mich total positiv geprimt durch seine Erzählungen. Und guck mal, was da so bei dir passiert. Übrigens auch sehr spannend zu sehen bei Filmen. Auch schon sehr lange her gab es einmal ein Experiment, wo Lehrer abends einen Film gesehen haben. Also es wurden wieder zwei Gruppen gebracht. Die eine Gruppe hatte Hau drauf, Schieß mich tot und viel Blutfließfilme gesehen. Du kannst dir vorstellen, was ich meine. Und die andere Gruppe hat eben einen Film gesehen, wo sehr viel gelacht worden ist, wo man sich fast gekugelt hat auf dem Boden vor Lachen, weil es so lustig war. Und beide Gruppen sind am nächsten Morgen auf die Erstklässler einer Schule losgelassen worden und wurden dann beobachtet, wie sie reagiert haben. Und die Gruppe, die eben diese Hau drauf und Schieß mich tot Filme gesehen hat, hat auf kleine Störungen, auf kleine Aufmüpfigkeiten der Erstklässler viel restriktiver reagiert, viel schneller auch in die Schelte gegangen. Und was noch viel spannender war, das Lernverhalten dieser Klasse war an dem Tag sehr viel schlechter als im Vergleich zur zweiten Gruppe, wo eben so kleine Aufmüpfigkeiten auch mit Humor beantwortet worden sind und oder vielleicht sogar auch ignoriert wurden. Und das Lernverhalten ist hinterher auch festgestellt worden, war bei dieser Klasse sehr viel besser. Also guck mal, welche Wirkung so ein Film auf dich hat. Und schau mal, was am nächsten Tag bei dir passiert, wenn du entsprechende Filme anschaust. Ja, und der dritte Tipp, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist natürlich, dass du dich auch ganz bewusst primen kannst. Also du musst ja nicht warten, bis jemand dich primet, sondern du hast die Möglichkeit, dich selber zu primen, indem du positive Musik hörst, wobei du entscheidest, was positive Musik ist. Das ist ganz interessant. Ich persönlich höre sehr gerne mal den einen oder anderen deutschen Schlager ganz gerne. Mein Lebenspartner wird davon wirklich schlecht gelaunt. Ich persönlich finde das sehr gut. Und also deswegen muss das wirklich jeder für sich selber entscheiden. Musikgeschmäcker sind halt nun mal total unterschiedlich. Schau dir lustige Filme an. Das wäre die zweite Möglichkeit, dich ganz positiv zu primen. Das funktioniert bei mir und meinem Lebenspartner bei beiden gleich gut. Wenn wir einen schönen Film angeschaut haben, dann sind wir auch lustig drauf und lachen viel mehr und gehen auch untereinander viel weniger, ja, wie soll ich das sagen, so ohne Schlagabtausch miteinander um. Genau, du kannst dich auch mit Affirmationen primen, indem du dir morgens bestimmte Sätze vorsagst, dass es dir gut geht, dass du die Dinge schaffst, dass du gut aussiehst, dass du erfolgreich bist. Es gibt sehr, sehr viele Affirmationen, die du dir auch aus dem Internet herunterladen kannst und die du dann jeden Morgen machst. Das ist nichts anderes, als sich selber zu primen.
Und du kannst dich auch mit deiner Kleidung primen. Gerade jetzt in Zeiten wie diesen, wo wir oft dann auch im Homeoffice sitzen, wird immer wieder davor gewarnt, sich im Jogginganzug und im Schlabberlook dorthin zu setzen, unabhängig davon, dass eventuell ein Meeting per Kamera stattfindet, sondern weil wir damit einfach nicht in die Arbeitshaltung kommen. Schlabberlook primet uns für Entspannung, primet uns für auf die Couch flitzen, Netflixen. Und du musst vielleicht nicht deinen Anzug oder dein Kostüm anziehen und eine Krawatte umbinden oder die Perlenkette umlegen, aber schau, dass du so einen Kompromiss findest, wo du mit deiner Kleidung geprimed wirst, in die Arbeitshaltung zu kommen und dann auch Spaß hast, das zu tun. Und ja, wunderbar, wenn deine Arbeit vorbei ist, darfst du dann auch bewusst dich umprimen und in deinen Schlabberlook gehen, damit du auch zu Hause im Homeoffice so diesen Unterschied zwischen Arbeitshaltung und jetzt ist Freizeit, jetzt ist Entspannung, jetzt ist Schluss mit der Arbeit, auch für dich erzeugen kannst. Ja, und wie gesagt, probier es auch vor allen Dingen für die besonderen Herausforderungen an, denn ich bin ziemlich sicher, wenn du diese drei Tipps anwendest, dann wirst du bei besonderen Herausforderungen spielerisch viel leichter diese Herausforderung meistern, weil du einfach von vornherein besser geprimed bist. Ich wünsche dir jedenfalls eine Woche voller positiver Primings-Erlebnisse. Und wenn du Lust hast, melde dich bei mir, berichte mir davon, was dir passiert ist, wo du dich erwischt hast oder wo du dich selber durch positives Priming in eine erfolgreiche Stimmung versetzen konntest. Und jetzt kommt der Schattenspringer der Woche. Herzlich willkommen zu meinem neuen Schattenspringer der Woche. Er ist Informatiker, meistens sehr trockener Beruf. Bei ihm ist es ein bisschen anders. Er ist nicht nur Informatiker, er ist seit über 10 Jahren Unternehmer. Dabei ist er noch ziemlich jung, also er hat sehr früh angefangen. Außerdem ist er Experte für agile Methoden und Organisationen. Agilität, was ist das überhaupt? Er hat nämlich da auch einen Podcast dazu, also er ist Podcaster auch. Warum Agilität? Wenn jetzt jemand nicht so stark in diesem Thema drinsteckt, wie ich im Moment gerade und er schon immer, dann fragt man sich manchmal, was meinen die Leute überhaupt damit? Übersetzt heißt es, dass die Fähigkeit eines Unternehmens, sein Geschäftsmodell und seine Organisation in kurzer Zeit auf neue Marktanforderungen und sich bietende Chancen auszurichten. Das habe ich nicht selber erfunden, das habe ich tapfer abgelesen bei einer Erklärung. Aber es zeigt deutlich, was es geht. Es geht wirklich darum, flexibel zu sein, reaktiv zu sein, anpassungsfähig, gleichzeitig proaktiv. All das, was man in Zeiten wie diesen braucht. Außerdem ist er Buchautor, hat ein Buch geschrieben, wie Unternehmen Menschen entfalten können. Ehrlich gesagt, beim ersten Mal habe ich gelesen, entfernen können. Denke mir, das kann doch nicht sein, dass der Titel des Buches so ist. Nein, entfalten, vorne auf dem Cover ist eine Raupe. Also das zeigt, dass es um was sehr Positives, sehr was Schönes geht und man das unbedingt mal lesen sollte. Und was er noch ist, und das ist etwas, was ich sehr bewundere an ihm, denn die meisten Unternehmer sind ja unglaublich damit beschäftigt, im Unternehmen zu arbeiten, dass dann auch was nach vorne geht. Wenige Unternehmer haben erkannt, wie wichtig es ist, am Unternehmen zu arbeiten. Aber er arbeitet nicht nur am Unternehmen, er arbeitet auch an sich als Unternehmer. Wir haben uns nämlich näher kennengelernt auf der GSA-Akademie. Dort studiert er für ein Jahr lang, professioneller Redner auf Bühnen zu werden. Und das beeindruckt mich, wenn Menschen das tun. Und es gibt noch etwas, was mich auf seiner Seite wirklich sehr beeindruckt hat. Ich habe schon gesagt, Agilität, Informatiker, Experte für Methoden und Organisationen. Und ich habe auf seiner Seite mindestens 5-mal das Wort Liebe gelesen. Und das ist ungewöhnlich. Du liebst Zahlen und Ergebnisse, Daten zu messen. Du liebst, was du tust. Und das sind nur 2 Beispiele, die ich da gelesen habe. Und jetzt bin ich schon wirklich sehr gespannt auf den Menschen Fabian Schaub. Lieber Fabian. Vielen lieben Dank, Gabi. Liebe ist ein wichtiges Wort für dich. Deswegen meine Frage, was ist denn Erfolg für dich? Erfolg, das ist eine sehr gute Frage. Ich sehe Erfolg aus verschiedenen Perspektiven und ganz einfach gesagt, dass ich mich selbst verwirklichen kann, dass ich auf meinem Weg bin, dass ich die Möglichkeiten habe, die ich auch gerne hätte. Und damit gehört für mich zum Erfolg, dass ich gesund bin, dass ich finanzielle Ressourcen zur Verfügung habe, dass ich mich mit Menschen umgeben kann, die mir eine positive Energie geben, mit denen ich mich gerne umgebe, dass ich zurückgeben kann, dass ich einfach so in meinem Leben sein darf und ich nenne es mal ganz einfach ein bisschen spielen darf, also diese Freude einfach habe und dann mich halt bewege. Und dazu gehört natürlich auch, dass Dinge mal nicht funktionieren, weil das Gegenteil vom Erfolg ist das Nichtstun. Und deswegen bin ich auch immer in Bewegung.
Und deswegen ist Erfolg für mich einfach so diese, ich darf auf meinem eigenen Weg sein und darf den einfach genießen. Du erfüllst die Vorstellung eines Start-up-Unternehmers, ne? Jung, ja. Dynamisch, ein bisschen anders als die anderen, also Liebe spielt eine Rolle, finde ich schon mal ziemlich gut, ja. Will auch noch Redner sein, macht Podcast, ist Buchautor. Erfüllst du wirklich das Klischee? Ist das das neue Unternehmertum? Ist das das, vor was vielleicht der gestandene Unternehmer, der seit Jahrzehnten im Einsatz tätige Unternehmer, manchmal vielleicht die Augenbraue ein wenig zupft oder rupft oder mal nach oben zieht? Ist das die Zukunft? Bist du die Zukunft? Ja, ich bin die Zukunft in dem Sinne, dass für mich der Mensch wichtig ist. Mhm. Das, glaube ich, ist das, was mich auch am meisten antreibt und am meisten in der Welt da draußen nervt bei den Unternehmen. Und wenn du einmal von Frankfurt Hauptbahnhof nach Eschborn gefahren bist und da sitzen diverse große Finanzdienstleister und noch ein paar andere Unternehmen und du siehst, dass im 5-Minuten-Takt S-Bahnen dahin fahren und die sind gefüllt mit Menschen, die nach unten gucken. Und es gibt so diesen einen Tag in der Woche, wo du einen Menschen mal lächeln siehst und denkst dir, das kann es nicht sein. Ne? Also das ist doch nicht die Welt, in der wir leben wollen, wo keiner sich morgens freut, in den Job zu gehen, wo keine Interaktion zwischen den Leuten existiert. Das finde ich merkwürdig und das habe ich in Unternehmen auch immer wieder erlebt und habe für mich irgendwann gesagt, ich möchte in meinem Job Freude haben. Ich möchte anderen ermöglichen, Freude zu haben und ich kämpfe auch immer wieder dafür, dass Freude existiert. Und das, glaube ich, ist eine Sache, die im modernen Unternehmertum zu 100% verankert sein muss. Und die auch bei jedem prinzipiell mal da ist. Also ich habe noch nie einen erlebt, der sagt, weißt du, ich stehe morgens auf, um schlechte Laune zu haben. So, das habe ich selten erlebt. Aber dann gehen wir auf die Arbeit und haben sie irgendwie. Und denke mir so, das kann es nicht sein. Da muss sich was verändern. Und ich kenne 60-Jährige, die sind super fit im Kopf und die haben Spaß. Ich kenne 20-Jährige, die sind nicht fit und haben keinen Spaß. Und es ist altersunabhängig. Aber dieser Fokus auf den Menschen, ne, das ist eine Veränderung, die ich definitiv sehen will und auch treibe. Und trotzdem hast du ja die gleichen Sorgen wie andere Unternehmer auch. Du musst dich um deine Zahlen kümmern. Ich gehe mal davon aus, du tust das. Du musst gucken, dass deine Mitarbeiter, von denen du eine ganze Reihe hast, zufrieden sind, regelmäßig ihr Gehalt kriegen, ihre Aufgaben haben, sich wohlfühlen. Wer waren deine Vorbilder? Denn so viele gibt es da ja wahrscheinlich noch gar nicht. Ich bin von meinem Menschentypen her jemand, der viel über Inspiration funktioniert und tatsächlich, ich habe ja in meiner Jugend schon viele Schicksalsschläge miterlebt. Also ich habe, mein Vater ist früh gestorben, als ich 13 war. Ich habe gesehen, dass meine Mutter die Entscheidung treffen musste, übernehme ich unser Familienunternehmen oder halt eben nicht, ohne irgendwie Erfahrung zu haben, was Unternehmertum bedeutet. Ich habe meinen Großvater dann ein bisschen später verloren, wo meine Großmutter ihn dann lange gepflegt hat, weil er dement geworden ist. Und das sind alles so Dinge, wo ich immer wieder in meiner Familie, in meinem direkten Umfeld gesehen habe, egal wie schlimm das ist, wir kommen da zusammen durch. Es ist scheiße und wir dürfen traurig sein und wir dürfen uns hinsetzen und sagen, ich weiß gerade nicht weiter. Und dann kneifen wir die Arschbacken zusammen und gehen weiter. Und ich habe, viele Dinge sind mir erst viel später bewusst geworden. Beispielsweise mein Patenonkel hat mit 13 die Vormundschaft für mich übernommen in unserem Unternehmen, weil ich von der Schreinerei, die wir haben, direkt was geerbt habe, also Anteile geerbt habe. Ich wusste das aber gar nicht, bis ich irgendwann 20 war oder so. Und habe aber zu meinem Patenonkel ein super enges, gutes Verhältnis gehabt. Und er hat mir auch immer gezeigt, hey, wenn du dich zum Beispiel um deine Finanzen kümmerst und in die Börse investierst, dann hast du die Möglichkeit, Vermögen aufzubauen. Und es ist vollkommen normal, dass es hochgeht und runtergeht. Und in der Krise mit der Dotcom-Blase, da hat er auch irgendwie 40% von seinem Vermögen verloren, hat gesagt, okay, ich sitze das aber im Positiven aus und gestalte. Und ich habe diese Macher-Mentalität immer wieder erlebt, dieses so, wir kommen da durch. Und genau so lebe ich einfach, auch egal, was vor mir steht. Ich habe immer dieses so, durchatmen, akzeptieren, sehen, was ist, überlegen, was sind die Konsequenzen, Handlung bestimmen, Handlung umsetzen, gucken, was als nächstes kommt und welche Vorbilder habe ich. Ganz konkret ist mir auch erst jetzt mit 30 wirklich bewusst geworden, was für ein starkes Vorbild meine Mutter für mich ist, die das halt damals uns praktisch das durchgezogen hat, dann Unternehmerin zu werden, ohne davon irgendwie Ahnung zu haben. Also wenn du das so erzählst, zeigt das ja, dass du das Glück hast, es im Umfeld Macher zu sehen. Ich würde sagen, Schattenspringer zu sehen. Mhm. Ja. Schattenspringer zu sehen. Gibt es denn auch Bücher, die ein Vorbild für dich waren?
Oh ja, The Big Five for Life, John Strelenky, ganz stark. Simon Sinek inspiriert mich unglaublich. Da ist es eher so, die Videos, die er macht, die gehen, da kann ich stundenlang einfach hören. Ich fand Dale Carnegie unglaublich spannend. Bodo Schäfer fand ich super spannend. Und da auch bei Bodo Schäfer ist mir eine Sache passiert, weil ich auch seine Einstellung gut finde zum Leben. Und ich habe seine Bücher gekauft und irgendwann habe ich hier gesessen und habe das gelesen. Das war vor 2 Jahren. Und hab so einen Geistesblitz und denkst so, das hast du schon mal gesehen. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin nach Hause gefahren, 100 Kilometer, und habe tatsächlich aus 1990 von Bodo Schäfer original die Bücher gefunden, die mein Vater damals gekauft hat und wo Notizen von ihm drin waren. Und dann habe ich zu Hause gesehen und gedacht, so wie verrückt ist das, dass ich auf dem gleichen Weg bin wie er, ohne das zu wissen. Und das hat mich dann auch wieder inspiriert, weil auch ich habe auch die original Dale Carnegie Bücher aus den 80ern, glaube ich, oder 90, weiß nicht genau von wann, aber so uralt halt, und habe sie ihnen ganz neu, als ich sie mal gekauft habe. Und das sind Menschen, die mich halt schon inspirieren und wo ich es auch spannend finde, wie sie halt denken und diesen Willen zur Veränderung und dieses Positive im Menschen auch sehen. Dale Carnegie ist ja auch mein Vorbild. Ich habe eine Dale Carnegie-Ausbildung. Ich bin Dale Carnegie-Trainer, als Dale Carnegie-Trainer ausgebildet. Also das sind schon, du sagst es gerade so schön, das sind so uralte Bücher, Anführungszeichen. Mhm. Auch Big Five ist ja, wenn man die heutige Kurzlebigkeit sieht, ja auch ein sehr altes Buch. Ja. Viele sagen ja auch, ach, das geh mir weg damit, das nützt doch sowieso nichts. Mhm. Scheinbar nützt es doch was. Es ist dieses Langfristige, ne? Ja. Das ne, als ich Anfang 20 war, da hatte ich auch dieses, ich fange jetzt an zu arbeiten, ich mache dann irgendwie Karriere, dann kann ich mir ein teures Auto kaufen und dann verdiene ich, das so im Kopf, irgendwann verdiene ich mal über 100.000 Euro im Jahr und so lauter so Blödsinn halt, den ich halt so im Kopf hatte. Und dann habe ich über die Zeit halt gemerkt, okay, wenn du Dinge tust, ne, wenn du merkst, irgendwas passt nicht mehr. Und ich habe gemerkt, dass meine Halbwertszeit immer kürzer geworden ist. Also wenn ich mich mit Projekten befinde oder mit Leuten arbeite, die mir nicht gut tun, dann ist dieser Punkt von, ich will das nicht mehr, wird immer schneller erreicht. Ich habe eine ganz, ich akzeptiere nicht mehr leiden zu müssen, so, weil ich kenne mich ja mittlerweile auch. Ich weiß ja, wenn ich in einem bestimmten Umfeld bin, mit einer bestimmten Art von Aufgaben, dann geht es mir nicht gut und dann verändere ich das einfach. Und dieses Change it, love it, leave it Ding, das mache ich ziemlich intensiv. Und jetzt seit 5 Jahren bin ich einfach nur kontinuierlich auf diesem Weg, der mir halt gut tut. Und ich habe immer noch nicht, also ich habe noch keine Millionen verdient, ne? Und ob ich die jetzt halt in 5 Jahren verdiene, in 10 Jahren oder nie verdiene, ist am Ende auch egal, weil es macht halt Spaß, solange ich im Spiel bleiben kann. Und das ist dieser Simon Sinek-Gedanke, den ich so geil finde. Es ist ein unendliches Spiel. Es geht darum, mit den verfügbaren Ressourcen im Spiel zu bleiben. Ich kann die Regeln selbst verändern, jemand anderes kann die Regeln verändern, aber jeder Tag ist irgendwie halt so ein Spiel. Es gibt kein Ziel. Ich kann es nicht erreichen. Also ich muss halt drinbleiben. Dieter Lange, auch unglaublich inspirierend in dem Kontext. Beschreib doch mal deinen Arbeitsalltag. Bevor wir jetzt zu dem Thema Schattenspringen kommen, wie schaut dein Arbeitsalltag heute so aus? Der hat sich in den letzten 3 Monaten ganz dramatisch verändert, weil wir eine Entscheidung getroffen haben. Also ich habe mit meinem besten Kumpel zusammen ja eine Firma. Und vor 3 Monaten hätte ich gesagt, ich stehe morgens auf, dann trinke ich einen Kaffee, dann lese ich manchmal auch nicht. Und dann arbeite ich mit Kunden zusammen und arbeite daran, den Teams, mit denen ich damals unterwegs war, besser zu werden, löse kommunikative Probleme, helfe dabei, agile Methoden einzuführen, mache strategische Unternehmensberatung, so ein Mix aus Beratung einfach. In der Konzernwelt, also richtig Großkonzern. Und wir haben aber entschieden, in den Mittelstand zu gehen. Und das heißt, ich habe Ende September meinen größten Kunden aufgegeben, freiwillig. Und mache jetzt seit Oktober gerade nur Kundenakquise. Und das hat sich jetzt zu einem ganz lustigen Spiel entwickelt, weil Kundenakquise für mich Netzwerk aufbauen heißt. Also ganz langfristig echte Beziehungen aufbauen. Und wenn du so in die Akquise reingehst und mal guckst, was heute so auf LinkedIn passiert, dann ist es meistens so, jemand schickt dir eine Kontaktanfrage und dann kommt in der zweiten Nachricht spätestens, das ist mein Produkt und willst es nicht kaufen. Und ich mache das halt anders. Also ich interessiere mich halt für die Menschen, ich gucke, was die tue, ich schreibe freundliche Nachrichten, ich pitch keine Produkte direkt, ich schaue einfach auch, was machen die, was posten die, agier halt und baue Beziehungen auf. Und jetzt passiert tatsächlich schon langsam Magie nach 2 Monaten, dass jetzt Unternehmer sagen, hey, ich habe gesehen, was du gemacht hast und wollen wir nicht mal Kaffee trinken? Ja, wollen wir nicht mal Podcast zusammen machen? Und engagiere mich gerade auch mehr in der IHK und im
BVMW, also Berufsverband Mittelständischer Wirtschaftsunternehmen. Und deswegen mache ich den ganzen Tag, ich mache so 3-4 Stunden am Tag LinkedIn-Akquise, würde ich gerade sagen, oder LinkedIn-Netzwerkaufbau. Mhm. Und dann habe ich noch, also wir haben schon neue Kunden gewonnen und da bin ich jetzt auch gerade dabei, einfach Kundenprojekte umzusetzen. Das sind aber jetzt alles ganz kleine Unternehmen, was echt auch irgendwie lustig ist, weil ich da alles machen darf. Also ich komme hin und sage zum Beispiel, wie kann dein Kundenservice strategisch sein? Wie möchtest du mit deinem Kunden agieren? Bis dann am Ende die echte Umsetzung, um zu sagen, okay, und jetzt müssen wir in deinem CRM-System, also Kundenmanagement-System, irgendwie das und das einstellen, damit das funktioniert und das in Kombination mit meinem Geschäftspartner zusammen. Und auch da sind wir gerade am Spielen einfach wieder und am Ausprobieren und so ein bisschen also Mehrwert es, geben. Es ist zumindest auf alle Fälle sehr spannend, dass du die Arbeit eben immer so zum zweiten Mal jetzt in deiner Erklärung als Spielen bezeichnest. Ja. Und das spricht natürlich schon von der Leichtigkeit, obwohl ich weiß, dass die Ernsthaftigkeit des Unternehmens schon total da ist. Ne? Messbare Ergebnisse. Messbare also das Ergebnisse. Ist zum Beispiel ein Kundenversprechen, was wir uns festgelegt haben, wenn wir zu dir ins Unternehmen kommen und wir machen beispielsweise eine Prozessdigitalisierung und wir gehen wieder, dann kannst du das auch ohne uns bedienen. Mhm. Es wird ja, also du kannst es dann mit Mehrwert bedienen. Also wir nehmen den Menschen mit, wir gucken, dass die Sachen anständig sind. Und für mich ist auch, wenn ich jetzt natürlich über einen 10-Mann-Betrieb rede, der Kundenservice macht, das ist in meiner Welt, das ist einfach. Ne? Das letzte Kundenservice-Projekt, da haben wir über 1.500 Kundenberater geredet und 4 Millionen Anrufe, 3 Millionen E-Mails. Das ist eine andere Dimension in dieser Konzernwelt. Und dieses Kleine macht mir gerade extrem viel Spaß, weil es halt, weil du so viel Mehrwert bringen kannst und auch so schnell so messbare Ergebnisse generierst und das mit so wenig Arbeit, das einfach Spaß macht. Das klingt gut, das klingt vor allen Dingen sehr spannend auch. Jetzt geht es ja um Schattenspringen. Ja. Wann bist du über deinen Schatten gesprungen? Also von all den Dingen, du hast ja schon ein bisschen was anklingen lassen, aber was würdest du sagen, war einer deiner wichtigsten Schattensprünge? Mir fallen zwei ein. Also der erste, der war auf jeden Fall entscheidend, das ist, als ich das erste Mal meinen Job gewechselt habe nach dem Studium, als ich so, weil da war eine Zeit, wo auch alle Leute zu mir gesagt haben, du verdienst woanders nicht mehr Geld und das funktioniert nicht und du solltest halt nicht wechseln und bleib doch besser hier und bis zur Rente in einem Unternehmen. Und da habe ich gesagt, nee, ich wechsle meinen Job und habe gewechselt und es war total gut. Und der zweite Sprung war tatsächlich die Selbstständigkeit, zu sagen, ich gründe jetzt und mache jetzt mein eigenes Ding und gehe ins volle Risiko, obwohl ich halt noch nicht weiß, wie Steuern funktioniert und noch nicht weiß, wie Kundenakquise funktioniert und noch nicht weiß, was das überhaupt alles halt wird und halt Fixkosten habe und. Trotzdem halt mit meinem Geschäftspartner zusammen. Auch in diese Ungewissheit, wir haben 50-50 gegründet, da haben super viele Leute zu uns gesagt, da müsst ihr aufpassen, wenn ihr euch mal zerstreitet und was weiß ich, was die alles für Horrorszenarien gemacht haben. Und wenn ihr dann, ne, einer mehr Geld verdient als der andere und dann will der andere mehr Geld zurückhaben als der. Ne? Und wir haben ein lustiges Video aufgenommen, so und wenn wir uns streiten Video, wo wir uns ins Gewissen reden, warum wir gegründet haben, haben wir letztens sogar mal aus Spaß wieder geguckt, weil wir seitdem wir zusammen unterwegs sind, uns kein einziges Mal echt aus Ego-Gründen in die Haare gekriegt haben, sondern in diesem, wir wachsen gemeinsam und es ist genug für alle da, wir machen den Kuchen immer größer und no Ego und dann ab nach vorne. Eine sehr schöne Idee, während der Gründung ein Video aufzunehmen und zu sagen, warum haben wir das gemacht und es dann aufzuheben, um es anzuschauen, wenn wir streiten. Total. Okay, sehr schön. Ja, schöne Idee. Also manchmal geht es ja mit ganz einfachen Dingen große Wirkung. Ne? Will ich bei großen Entscheidungen immer empfehlen. Ja. In der vollsten Emotionalität einfach so ein Video machen, um sich danach angucken zu können. Ja, wenn man es vergisst im Laufe der Zeit, weil vielleicht zu viel Alltag diese Emotion, diese Begeisterung ein bisschen versteckt oder unterdrückt und dann sie da auf die Art wieder herausholen. Wunderschöne Idee. Total. Wenn du über deinen Schatten springst, ist ja etwas, was du tust. Die nächste Frage ist mehr, was ist das Beste, was dir passiert ist? Also wo du so da standst und gestrahlt hast und gesagt hast, oh, danke schön, liebes Universum oder wem immer du da dankst. Schön, dass das jetzt passiert ist. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Da gibt es so viele kleine Momente, also so diesen großen Moment, wo ich da zum Beispiel 10 Minuten, bevor wir jetzt mit dem Podcast angefangen haben, habe ich für nächstes Jahr einen neuen Auftrag bekommen, der uns auf jeden Fall finanziell schon mal echt gut tut. Ne? Da freue ich mich einfach. Mhm. Ich kann mich erinnern, als ich zum Beispiel bei der Sixt-Station einen Mietwagen geholt habe und die gesagt haben, hey, du wirst upgegradet, du kriegst eine S-Klasse. Ne? Und ich da gestanden habe, weil ich mag Autos gern und einfach so komplett in der Dankbarkeit war. Und ich bin bestimmt, also ein paar Mal am Tag einfach in dieser vollen Dankbarkeit und dadurch ist es auch, dadurch wird das Leben irgendwie leichter und ich finde, Dankbarkeit, es gibt bei mir nicht diese riesigen
Momente, weil natürlich kann ich sagen, als ich Kevin kennengelernt habe oder als wir entschieden haben, dass wir gründen, als wir beim Notar unterschrieben haben, das sind alles so Momente, die toll waren. Aber ich mag es nicht so auf diesen einen Moment zu gehen, weil der Moment ist ja in dem Moment schon wieder vorbei. Ne? Mhm. Und das ist ja dann, und deswegen ist eher so dieses Inhalten, Durchatmen. Ich bin zum Beispiel, meine Großeltern hatten vor 2 Jahren, ich kann es schon gar nicht mehr aussprechen, weil es so viel ist, Diamantenhochzeit, 65 Jahre. Okay. Ich glaube, also, oder das ist noch mehr. Ne? Und jetzt gibt es jedes Jahr ein neues Wort dafür. Das ist auch ganz lustig. Mhm. Die sind jetzt 87, 85, sind immer noch fit. Und wenn ich nach Hause komme und meine Oma sagt, so willst du Kartoffeln mit haben? Und sie geht in den Garten und macht mir Kartoffeln aus, weil sie es einfach kann und weil sie schon wieder schneller ist, als ich gucken konnte. Und zu den Kartoffeln kriege ich noch 3 Zucchini, 4 Kohlrabi, ein Brokkoli. Ich wusste gar nicht, dass wieder wächst, bis ich es im Garten gesehen habe. Und Bohnen und Zwiebeln, was weiß ich. Ne? Das sind so diese Momente, wo ich komplett glücklich bin und wo ich halt sage, und das ist auch das, was das Leben halt so lebenswert macht. Kleinigkeiten. Es gibt ja manche Menschen, du bist jetzt noch sehr jung, aber die haben ja so eine Bucketlist. Und da stehen noch die Sachen drauf, die sie so in ihrem Leben machen möchten. Mhm. Die Bucketlist wird meistens etwas dichter, desto mehr die Jahre da sind. Ja. Wie schaut das bei dir aus? Hast du sowas Ähnliches? Mhm. Und wenn ja, was steht da drauf? Ich kenne den Gedanken und eine meiner Charaktereigenschaften ist, dass sobald ich was da drauf schreibe, mache ich es. Das ist ganz schlimm. Wenn ich es im Kopf habe, will ich es tun. Ich bin zum Beispiel an meinem 30. Geburtstag Ferrari gefahren. Ich hatte ultra Bock drauf. Ich habe es einfach gemacht. Ich wollte vor 2 Wochen, ich mag Autos sehr gerne, muss man sagen, vor 4 Wochen bin ich das erste Mal M5 gefahren, also BMW, weil ich halt Lust drauf hatte. Und ich bin meistens so, wenn es was gibt, was ich unbedingt tun will, dann gucke ich einfach, dass ich es auch direkt umsetze. Und es gibt so diesen heimlichen Traum, und wahrscheinlich ist das, was auf meiner Bucketlist steht, dass ich einfach mal alle Formel-1-Rennen live gesehen haben möchte. Mhm. Und ich traue mich immer nicht, das auszusprechen, weil da müsste ich es machen, weil es gibt gar keinen Grund, dass ich das nicht nächstes Jahr sofort umsetze. Okay. Und das ist außer so diese, es gibt so einen komischen kleinen Virus. Ja, und dieses, ja, und, ja genau. Total. Ne? Genau. Ja, aber ich weiß, aber, was du meinst. Ja, und ja, es gibt schon dieses, also ich möchte, dass unser Unternehmen weiter wächst. Ich hätte gerne mal irgendwann so ein, ich habe mal in so einer Visionsreise so ein Bild gemalt von unserem Unternehmen und da habe ich so ein Bürogebäude gesehen, wo ein Fluss durchgelaufen ist, ein richtiger, nicht so ein kleiner, so ein richtiger Fluss mit Brücken. Und da dachte ich, boah, das wäre schon super geil, sowas zu haben. Ich hätte gerne mal ein Haus am Meer. Also gibt es schon Dinge, die ich spannend finde. Ich wäre gern schon in so einer Art und Weise ungebunden, dass ich halt Vollzeit einfach, ne, wenn ich jetzt 50 Mitarbeiter hätte, dann würde ich mich am liebsten den ganzen Tag um diese Menschen kümmern und dafür sorgen, dass die ein unglaublich gutes Umfeld haben. Das ist aber, was das wird auf dem Weg jetzt einfach passieren. Und deswegen habe ich das nicht so explizit aufgeschrieben, sondern ich habe für mich so, ich kenne meinen Antrieb, ich habe diese Lebensfreude, ich will das beim Arbeiten sehen und das ist so tief verankert, dass es kompromisslos nicht verhandelbar ist. Und das treibt mich halt einfach an und deswegen passiert halt alles auf dem Weg. Aber ich habe nirgendwo eine Liste, wo jetzt draufsteht, ich muss noch Ferrari fahren, ne? Weil dann, wenn es in meinem Kopf ist, mache ich es einfach, wenn ich es kann halt. Ne? Genau. Also finanzieren ist auch meine Sache. Und deine Wünsche sind ja auch, ich sage einfach mal so frühlingshaft noch. Ja. Das heißt, das sind einfach so Wünsche, die man vielleicht auch in diesem Alter wirklich noch hat. Und es ist ja auch schön, sie zu leben, denn wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Das macht ja gar keinen Sinn. Total. Und du sprühst vor Lebenslust. Ich denke, das kann man spüren, das kann man auch hören, auch im Podcast hören. Du hast gesagt, du hast mit 13 deinen Vater verloren. Ich gehe davon aus, rein mathematisch muss er auch noch sehr jung gewesen sein. Ja, was 43. Ist das der Grund für deine Lebenslust? So nach dem Motto, du weißt nie, wann es zu Ende ist? Oder warum hast du so viel Lebenslust? Das entspricht dir nicht ganz der Norm, sage ich jetzt mal. Total. Das hat mich tatsächlich eher in die Depression geschoben, obwohl ich gar nicht weiß, ob man das Depression nennen kann. Aber ich habe mich, ich habe in dem Moment zugemacht in der Situation. Ich habe in der Schule gesessen, Biologieunterricht. Meine Mutter stand auf einmal in der Tür mit unserer Sekretärin von der Schule. Ich gehe raus, Fabian, Papa ist gestorben, boom. Und dann habe ich meine Mutter angeguckt und habe gesagt, okay, dann muss ich nochmal zurückgehen, muss den Schlüssel holen, mein Turnbeutel liegt im Klassenraum. Und dann bin ich zurück in die Klasse gegangen, habe den Schlüssel geholt, habe meinen Turnbeutel geholt, bin mit meiner Mutter zum Auto gelaufen, meine Tante hat uns abgeholt, meine Schwester saß im Auto und war einfach nur am Weinen. Und ich habe gar nichts, einfach zu. Sind wir nach Hause gefahren, dann war natürlich die ganze Familie da und dann ist das alles so passiert. Ich war ein paar Tage nicht in der Schule. Dann bin ich irgendwann wieder in die Schule und ich kann mich noch genau dran erinnern. Ich glaube, es war 4 Tage später. Ich gehe morgens, steige in den Bus ein. Irgendeiner sagt was. Alle meine Mitschüler, die ich ja logischerweise kenne, weil ich bin vom Dorf, ne, waren,
ja, so ein bisschen so, wie reagieren wir jetzt, was tun wir jetzt, ne? Weil wir waren da, ja, also überfordert, war 13. Die Kinder, ja, ja, total. Und dann habe ich irgendwie einen Witz gemacht, ich weiß nicht mehr, ich habe irgendwas Dummes gesagt. Dann hat einer gesagt, ach, naja, wenn er sowas macht, dann ist ja schon wieder alles in Ordnung. Und dann bin ich in dieses nach außen alles ist in Ordnung Ding gegangen. Ne? Meine Mutter, dass ich muss jetzt das Unternehmen machen, da bin ich auch nicht zur Last dann gefallen. Und dann habe ich angefangen, Computer zu spielen. 8 Stunden am Tag, 10 Stunden am Tag, vollkommen zurückgezogen. Ich war sehr unsozial. Also ich habe zwar schon ein paar Kumpels gehabt, aber ich habe zum Beispiel meine erste Freundin dann mit 18 bekommen und habe halt wirklich 5 Jahre lang nur Computer gespielt. Und dann ging halt dies los mit, ich muss studieren. Und weil, ne, kommt auch so das normale Leben irgendwie auf einen zu. Und im Studium war ich auch sehr, sehr zurückhaltend. Und dann tatsächlich 2014, also 11 Jahre später, ist am 21. März, das ist der Tag, an dem mein Vater gestorben ist, ist mein Großvater dann gestorben. Und das war so ein Wegschuss. Mhm. Am selben Tag, ja. Okay. Mhm. Und auch da, ich habe im Büro gesessen, mir hat eine Kollegin gegenüber gesessen, meine Mutter hat mich angerufen, hat gesagt, Opa ist gestorben. Das war auch voraussehbar, weil er halt, wie gesagt, dement war und es war auch eine Erlösung für ihn. Und meine Kollegin hat es nicht mitbekommen. Ich habe so ein Pokerface gehabt, ich bin so kalt gewesen, nichts. Und dann bin ich ein bisschen früher aus in den Feierabend gegangen, bin erst Sport machen gegangen und bin dann nach Hause gefahren. Und danach bin ich komplett zusammengebrochen. Also bei der Beerdigung meines Opas war ich stundenlang geweint, komplett, also alles halt. Und habe gemerkt, okay, hier ist irgendwas halt, hier passt halt was nicht. Und was ich bis dahin nicht verstanden hatte, ist, dass Emotionen immer zusammenkommen. Wenn du Trauer wegschiebst, schiebst du auch Liebe weg. Dann schiebst du auch Wut weg, dann schiebst du alles weg. Und dann habe ich angefangen, damit halt mich zu beschäftigen und hatte wie so eine Art Sinneskrise 2014 und habe gesagt, das kann es nicht sein. Ich habe keine Freunde, ich sitze den ganzen Tag zusammen, ich lebe wie auf Autopilot. Ich bin in dem von außen unglaublich halt erfolgreich von außen betrachtet, aber das ist es irgendwie nicht. Und habe dann durch Zufall hab dann gesagt, ich muss verändern. Habe dann angefangen, im Fitnessstudio tatsächlich einfach Jungs anzuquatschen. Habe gesagt, so, hey, ich bin Fabian, du trainierst auch, hier wollen wir mal zusammen trainieren. Und habe auf einmal im Fitnessstudio mir einen neuen Zirkel aufgebaut von Menschen. Und habe einen Kumpel kennengelernt, der sehr aktiv immer feiern gegangen ist und Mädels auch angequatscht hat aktiv. Und das fand ich halt so beeindruckend. Mhm. Und dann bin ich das erste Mal mit dem feiern gegangen. Das war auch so ein einschneidender Moment. Und der sagt zu mir, geh zu dem Mädel und gratuliere ihr zum Geburtstag. Und ich bin ja ein Umsetzer, also bin ich zu dir gelaufen, hab dir zum Geburtstag gratuliert. Direkt danach war das Gespräch natürlich zu Ende, weil die hat ja gar nicht Geburtstag. Die hat mich angeguckt mit, was willst du von mir? Und dann ist er aber gekommen und hat das Gespräch geführt. Und ich dachte so, wow, der führt gerade ein Gespräch. Also was ist hier halt los? Und das hat mich so beeindruckt. Und dann bin ich mit dem ein halbes Jahr lang echt viel unterwegs gewesen und habe an diesem ganzen Mädels anquatschen irgendwie gemerkt, am besten funktioniert das, wenn du freundlich bist, wenn du keine Hintergedanken hast, wenn du einfach hohe Energie bringst, wenn du Party bringst praktisch, bisschen Blödsinn machst und Spaß hast. Und dann gab es halt Abende, da habe ich 50 neue Leute kennengelernt. Alle dachten so, wer ist dieser Typ, den hier jeder kennt? Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren alleine und alles war in Ordnung. Und dann habe ich mich irgendwann tatsächlich halt verliebt, habe eine schöne Beziehung angefangen zu führen. Dann ist dieses ganze Unternehmertum dazugekommen, mit immer mehr Intensität, Persönlichkeitsentwicklung dazugekommen. Dann habe ich mich mit meinen Emotionen beschäftigt. Dann habe ich gedacht, ich gehe mir mal Hilfe holen. Habe halt von Leuten, die das gut können, gelernt. Also da bin ich Yvonne Schönau zum Beispiel sehr, sehr dankbar mit ihren Trainings. Das hat mir unglaublich viel gebracht. Und habe mittlerweile so einen Stand erreicht, wo ich so vollen Zugang zu mir habe, also Zugang zu meinen Emotionen habe, meine Gedanken einfach gut verstehe, weiß, wo meine Reise hingehen soll und praktisch über so einen Prozess von 6 Jahren mich von diesem, ich bin irgendwie in meinem Leben, das ist nicht richtig, hinentwickelt habe zu, ich liebe das Leben und das halt auch einfach genieße und das mir auch nicht mehr nehmen lasse. Richtige also, Reise. Man kann sich tatsächlich, und dafür bist du ein Beispiel, tatsächlich von einem Tag zum anderen verändern, weil 100%. Du beschlossen hast, dich zu verändern. Ja, na, und dann total. Gibt es Möglichkeiten. Ja. Jetzt bist du lebenslustig, du bist energetisch, du bist agil in allen Facetten deines Seins. Vor was hast du Angst? Ich glaube, es sind schon manchmal noch diese Klassiker. Und es ist, weißt du, das, was ich so verrückt finde, ist, dass es so Glaubensmuster gibt, die mir jemand reingehämmert hat, die ich immer wieder sehe. Es hat mal zu mir jemand gesagt, mit deiner Einstellung solltest du dich nie selbstständig machen. Und mittlerweile habe ich bewiesen und gezeigt, das ist Schwachsinn. Mhm. Und trotzdem
gibt es das. Poppt es immer wieder mal von hinten auf. Der Gedanke kommt, dann sehe ich den, denke mir so, ah, du Sackgesicht, wirklich, dass der das gesagt hat. So, dann, ich war kein besonders guter Schüler, ich war selten gut vorbereitet und dementsprechend gibt es immer wieder diese Stimme, die sagt, du kannst das gar nicht, die merken, dass du betrügst. Das ist einer der ätzendsten Glaubenssätze, dieses du wirst entdeckt, ne? Und dadurch habe ich natürlich auch diesen Ehrgeiz, halt gut zu sein und zu liefern. Und auch mittlerweile habe ich in meinem Leben oft genug bewiesen, dass ich es kann. So, das, und davor ist aber schon diese, ne, Ablehnung halt, ne? Also abgelehnt zu werden und tatsächlich, das ist jetzt immer so ein bisschen kontextabhängig, aber echte Schwäche zuzulassen oder diese Verletzlichkeit zu zeigen, das ist auch eine Sache, die mir immer noch Angst macht und wo ich auch ganz bewusst mir machen muss, okay, ich bin gerade halt mit einem Menschen in Interaktion, es ist okay zu sagen, dass ich gerade Angst habe, es ist okay zu sagen, dass ich traurig bin, es ist okay zu sagen, dass ich wütend bin und mir halt selbst zu erlauben, diese Emotionen wieder zuzulassen. Und dann, und der Gedanke kommt mir zum ersten Mal, weil du so gut gefragt hast, ich glaube, ich habe schon Angst davor, dahin wieder zurückzugehen. Mhm. Also wieder in dieses lethargische Leben zu gehen. Ja. Und genau, und deswegen, und das ist auch eine Sache, und da bin ich auch sehr, sehr rigoros, kompromisslos, ich akzeptiere nicht, wenn Leute mich klein machen wollen. Mhm. Also in dem Moment, wo ich spüre, dass einer mir was ausreden will, und das halt, und nur weil er selbst nicht daran glaubt oder weil er denkt, ne, dann denke ich mir so, okay, dich brauche ich nicht, so, ich kann das, ich mache einfach, was ich will, ne, mit einem gesunden Menschenverstand. Wenn jetzt einer sagt, naja, du solltest jetzt nicht hier gerade 200 fahren, weil es regnet, dann sage ich natürlich, ja, du hast recht irgendwie, ne, aber. Ja, so, man muss nicht von der Brücke springen, ja, nur weil ein paar Idioten springen, also das, ja, nicht, aber trotzdem kann man tun, was man will, ne, ja, also das ist natürlich klar. Ja, also es zeigt ja, dass du schon sehr viel schwarz-weiß hast, also weiß im Sinn, dass du übersprühend vor Lebenslust bist, mhm, unternehmerlustig bist, Schattenspringer bist und andererseits, mhm, dass es doch die kleinen Stimmen gibt, die, ja, all das immer wieder mal in deinem Kopf ins Bewusstsein bringen, was vielleicht an negativ Input auf dich zugekommen ist und dass du eben am Ende des Tages das bist, was wir alle sind, nämlich ein Mensch mit all, ja, seinen Stärken und eben auch seinen Schwächen. Und, ja, das macht dich ja dann auch wieder liebenswert, um das Wort dabei zu haben. Ja, und es gibt ja Leute, die sagen sowas wie, wenn du gefunden hast, wofür du brennst, dann springst du jeden Morgen aus dem Bett und gehst vor. Und heute Morgen habe ich gedacht, so eine Scheiße, ich habe gar keinen Bock aufzustehen. Und die Tage gibt es auch. Und, ja, dann gibt es Tage, da habe ich Energie ohne Ende. Aber es ohne Schwarz gibt es kein Weiß, ne? Ja, genau. Das ist richtig. Sehr schön gesagt. Was ist denn deine innerste Überzeugung, auch wenn andere sagen, das stimmt bestimmt nicht? Der Mensch zuerst im, mhm, Unternehmen. Wir reden heute gerade in der agilen Welt von Kundenzentrierung. Wir reden, wenn du, ich habe mal bei einem Finanzunternehmen einen kurzen Exkurs gehabt als Berater, da stand auf der Mission drauf, für unsere Aktionäre machen wir. Mhm. Und ich meine, es gibt praktisch den Endkunden, den du hast, es gibt deinen Mitarbeiter, es gibt den Cash, mit dem du dich beschäftigst. Und ich bin der ganz klaren Ansicht, zuerst der Mitarbeiter, das ist die alleroberste Priorität als Unternehmer, als Geschäftsführer, als Führungskraft. Der Mitarbeiter hat den Kunden im Fokus und dann wird am Ende Geld halt resultieren. Und das ist die Reihenfolge, die wirklich erfolgreichen Unternehmen ausmacht. Und ich erlebe immer wieder, dass Leute sagen so, ja, aber der Kunde muss doch zuerst. Dann sage ich, nein, der Mitarbeiter. Ja, der Mitarbeiter bist du kommt verantwortlich. Vor dem Kunden. Ja, weil so wie du immer mit Mitarbeiter umgehst, geht der Mitarbeiter mit dem Kunden um. Und das, ja, ist etwas, das ist auch meine Lieblingsfrage oft in einem Training, dass ich mal sage, wer ist denn Ihr wichtigster Kunde? Und dann wird Meier, Müller und wer auch immer genannt. Dann sage ich, nee. Und dann, ja, kommt halt dieses Rätsel und irgendwann sage ich, ja, das ist Ihr Mitarbeiter. Der ist der wichtigste, ja, Kunde von Ihnen. Weil, ja, wenn das nicht funktioniert, funktioniert der Rest auch nicht. Total. Aber das ist manchmal ein sehr weiter Weg. Ja? Das ist, ja, schön, dass du das in jungen Jahren schon so gut erkannt hast. Du hast schon einiges an Ratschlägen genannt, auch schlechtere. Was würdest du jetzt so sagen, war der schlechteste Rat, den du entweder persönlich mal bekommen hast oder bei jemand anders gehört hast, wenn du nochmal so auf die Bühne stellst? Also den ich persönlich bekommen habe, definitiv dieses, du solltest dich nie selbstständig machen. Und mir hat mal jemand gesagt, voll aus dem Ego raus, dass ich anmaßend wäre, in meiner jungen Zeit schon zu denken, dass ich es verstanden hätte und könnte und dass ich damit auf jeden Fall auf die Nase fallen werde und ich auf gar keinen Fall jetzt auch, da ging es auch ums Thema Selbstständigkeit, von zwei Leuten in zwei Perspektiven das machen sollte. Da habe ich gesagt, ist in Ordnung, Dankeschön, ciao. Ja, aber es hat sich nicht so viel geändert zwischen den Menschen. Gell? Dieses, ich schlag dir mal eine auf die Nase, ist halt verbaler geworden. Das ist der Unterschied. Ja, sonst hat sich nicht viel geändert. Ab und an haben manchmal die Menschen das Gefühl, sie müssen um sich schlagen. Ja.
Und weil es, ich sage jetzt mal, mit der Faust verboten ist, machen sie es mit Wörtern. Ja. Und, aber ich kann mir vorstellen, das trifft einen schon, das Ja. bläst einen schon mal einen Schritt zurück. Ja, Und bei dem, ja. beim ersten Mal noch stärker, weil ich da emotional nicht darauf vorbereitet war. Also da hatte ich auch noch nicht so die feste Entscheidung getroffen, für mich das alles zu tun. Und beim zweiten Mal, der Typ, der ist mir einfach auf den Sack gegangen. Also der hatte so ein großes Ego, das ist, manche Leute sind ja, ich habe gestern mit jemandem telefoniert und dann sagt er so, ja, ich gebe dir mal Feedback und hat über meine Webseite geredet. Und ich war so, okay, was maßst du dir an, mir gerade zu erzählen, nur weil du halt mit deiner, und das ist ja das Schlimme, die Leute gucken ja immer mit ihrer Perspektive und denken dann, das ist wichtig. Und ich finde einen ganz tollen Satz in dem Kontext, und der ist immer, wie wichtig ist es dir jetzt recht zu haben? Und das ist auch eine Sache, die ich ganz stark gelernt habe. Es gibt ganz, ganz viel richtig, es gibt ganz, ganz viel falsch, und es gibt in jeder Situation immer richtig und falsch gleichzeitig. Heute Morgen in einem Meeting ist ein sehr schöner Satz gefallen: Willst du recht haben oder erfolgreich sein? Ja. Ein anderer Kollege von uns sagt immer: Willst du recht haben oder glücklich sein? Das ist ein bisschen ein anderer Kontext, aber dasselbe Ja. Ergebnis. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Umgeschluss, schlechteste Rat haben wir gerade gehabt. Was war der beste Rat? Du hast schon ein paar interessante Ratgeber genannt, aber was würdest du heute sagen, war der beste Rat, den du entweder persönlich jemals bekommen hast oder bei anderen gehört hast? Du bist wertvoll, würde ich sagen. Also dieses Verständnis, und ich weiß gar nicht, wie der Satz war, und ich habe es von vielen Perspektiven gehört. Aber ich sag mal so ganz simples Beispiel, ne? Das geht so, das ist so einfach. Ich habe mit 24 habe ich ein Mädchen kennengelernt, und die hat mich angeschaut und hat gesagt: Fabian, ich finde dich total attraktiv. Das ist das allererste Mal in meinem Leben gewesen, dass ich das von einer Frau gehört habe. Das hat alles verändert in meinem Kopf. Und dieses zu verstehen, einfach so wie ich bin ich wertvoll, darf ich sein, kann ich machen, ist einfach alles in Ordnung, ecke ich irgendwo an, ist aber auch okay, muss ich nicht jeden mögen, muss mich nicht jeder mögen. Dieses ist einfach, das ist das Allerwertvollste fürs ganze Leben, weil das hilft einem dabei, sich davon freizumachen, was andere Leute halt denken. Aber das ist ein weiter Weg. Also ich muss da Ja. oft, also ich gehe da krebsmäßig. Zwei Schritte zurück, wieder Ich mal einen nach vorne, wieder zwei Schritte zurück. Und 100%. Wir kommen auch nie an. selber kommt da, also in der Übung komme ich auch nicht an. Nee, Aber ich arbeite dran. ja. Sehr schön. Jetzt bist du noch recht jung. Trotzdem die Frage: Gibt es denn heute schon einen Glaubenssatz, den du früher hattest und dann eben verändert hast, dass du heute anderes glaubst? Oh ja, ach, Hunderte, Hunderttausende. Es gibt auch so Dinge, die mir Leute gesagt haben. Ich bleibe mal, also im Arbeitskontext zum Beispiel, ja, du bist nicht so der strategische Typ, du arbeitest eher operativ. Bullshit, ich bin so hart strategisch gut, aber auf jeden Fall. Du kannst nicht so gut mit Zahlen, weil ich im Informatikstudium halt nicht diese verrückten, was weiß ich was, rechnen konnte. Oh doch, ich kann richtig gut Zahlen. Red mit mir mal über Cashflow und Buchhaltung, kann ich. Was habe ich noch? Ne, du erzählst langweilige Geschichten, hat mal jemand zu mir gesagt. Ne, dieses zu verstehen, dass ich in der Lage bin, Leute zu begeistern, wenn ich mit ihnen halt rede, wenn ich mein Energielevel hochhalte. Du bist kein Frauentyp zum Beispiel. Ne? Auch so ein Schwachsinn, natürlich. Also du liest nicht gerne. Weiß ich sage den schlimmsten und einfachsten Glaubenssatz, und den habe ich wirklich hart über Bord geworfen. Den habe ich gesehen, konnte ihn nicht ändern, habe dann entschieden, so ich ändere ihn jetzt. Dann ging's. Ich habe mein gesamtes Schulleben gelernt, in Bücher wird nicht geschrieben, weil die werden weiterverkauft. Und ich habe erst mit Mitte 20 angefangen, in Bücher zu schreiben. Und es fällt mir selbst heute manchmal noch schwer, in ein Buch einen Strich reinzumachen. Es ist mein Buch, es ist meine Notiz, es ist einfach, ich darf in ein Buch reinschreiben. Und das sind so Glaubenssätze, die sind einem ja nie bewusst. Ne? Und das ist ein spannender Glaubenssatz. Ja, ich darf nicht in Ja. ein Buch schreiben. Ja, aber es ist erstaunlich, wie sich sowas in uns widerhakt, wie sich sowas in uns festsetzt und wie wir dann schon vom Bewusstsein her wissen, es ist falsch und trotzdem müssen wir noch jedes Mal Anlauf nehmen, um Ja. es zu tun. Da merkt Ja. man schon, wie viel Psyche wir haben und was da so für Auswirkungen auf uns drauf sind. Ja, Oh ist ja. übrigens eine sehr spannende Geschichte, nur dass ich es mal erwähnt habe. Gut, ab sofort bin ich deine Fee und erfülle dir drei Wünsche. Und du hast eine gewisse Freiheit in den Wünschen, aber irgendwie gebe ich die Erfüllungen dort schon vor. Der erste Wunsch, den ich dir erfülle, ist: Wenn es keine Grenzen und Hindernisse gäbe, mit wem würdest du gerne einmal essen gehen und wieso? Das können also jetzt Menschen sein, die noch im Hier und Jetzt sind oder vielleicht schon in Ja. einer anderen Welt wandeln.
Es kann auch eine fiktive Person sein, weil in einem Film oder einem Buch dich dieser Charakter einfach unglaublich beeinflusst hat. Mit wem würdest du gerne einmal essen gehen und wieso? Ich hätte natürlich zwei Antworten. Also ich würde unglaublich gerne mit Simon Sinek essen gehen und das ist ich finde diesen Mann so inspirierend. Ich finde die Art, wie er denkt, einfach genial und da würde ich gerne einfach mal mehr hören und auch einfach mehr fühlen. Das finde ich wahnsinnig spannend. Und der lebt natürlich noch. Und wenn ich ins Reich der Toten gehen würde, würde ich tatsächlich einfach gerne noch mal einen Abend mit meinem Vater essen gehen. Ja, kann ich sehr klar, gut verstehen. Klar, das ist immer da. Ja, da gäbe es viel zu besprechen. Ja. Schön. Zweiter Wunsch, den ich dir erfülle, ist, ich streng mich mal an. Der zweite Wunsch ist, heute Nacht, wenn du schlafen gehst, komme ich geflogen als Fee, streue ein bisschen goldenes Pulver über dich und wenn du morgen früh aufwachst, hast du eine neue Fähigkeit oder eine neue Eigenschaft. Was hättest du gerne? Wenn ich tatsächlich, oh, das ist eine sehr gute Frage. Ach, und da gehe ich wieder in das, was mich am meisten behindert. Ich hätte gerne einfach ich hätte gerne einen mobileren Körper, so, weißt du, weil ich habe viele immer wieder so Zwicken und Wehwehchen, einfach weil ich so unmobil bin, weil ich irgendwann mal gewachsen bin. Und ich könnte das in den Griff kriegen, wenn ich jeden Tag eine halbe Stunde Mobilität machen würde. Und das ist mein Schweinehund, der es nicht hinkriegt. Einfach für die Gesundheit, für dieses fitte Leben. Okay, also agiler im Körper. Ja, total. Genau. Ach, und das motiviert mich wieder, dass ich heute direkt eine Session mache und das halt hinkriege. Okay, sehr schön. Also auch hier werde ich mich anstrengen. Ja. Als dritten Wunsch schenke ich dir eine Reise. Eine Reise zu dem jungen Fabian. Das Alter kannst du selber auswählen. Es ist noch nicht so eine lange Reise, weil der Weg noch nicht so weit war, aber es ist trotzdem eine Reise zurück zum jungen Fabian. Welches Alter würdest du wählen und was würdest du heute mit all deiner Erfahrung, die du jetzt hast, dem jungen Fabian gerne mit auf den Weg geben? Ich würde, ich würde zu meinem 14-jährigen Ich gehen und würde einfach sagen, geh dir Hilfe holen. Hol dir einfach Hilfe und hör auf damit, 8 Stunden am Tag Computer zu spielen, geh in die Gesellschaft zurück, geh ins Leben zurück und hol dir Hilfe. Ein schöner Rat, ja. Weil deine Mama hatte so viel zu tun, euch über Wasser zu halten. Ja. Und ja, ich bin ja selber Mutter, man merkt dann in dem Moment auch oft gar nicht, dass das Kind irgendwie sehr einsam ist und du warst da sehr einsam und das kann ich gut verstehen. Ja. Also ich werde meine Aufgaben pflichtbewusst unternehmen als Fee und schauen, was ich da für dich bewegen kann. Aber wie im Märchen, so auch im richtigen Leben, nach 3 erfüllten Wünschen ist die Fee wieder weg. Wir sind wieder im Hier und im Jetzt. Mal abgesehen davon, dass du heute schon erzählt hast, dass du einen sehr schönen Auftrag gekriegt hast heute, wo du dich sehr erfreut hast. Was würdest du sagen, ist dir grundsätzlich in letzter Zeit gut gelungen? Ich habe eine neue Routine entwickelt. Ich fahre jetzt Fahrrad. Okay. Das ist tatsächlich ziemlich gut. Ich hab echt momentan Spaß im Beziehungsaufbau. Also es macht auch anderen, ich mag das auch mit den anderen Leuten halt in die Interaktion zu kommen und einfach dieses, und das sind so Kleinigkeiten wie 2 Kumpels, die ich jetzt seit einem Monat oder so ungefähr kenne, mit denen ich jetzt regelmäßig abends eine Runde Formel 1 fahre online. Und wir halt einfach ein bisschen dabei quatschen und fahren und gut ist. Und tatsächlich, mir gelingt es gerade einfach, auf diesem Weg zu bleiben. Es ist dieses, ich möchte gerade nichts verändern, ich möchte einfach nur in diesem Spiel bleiben, ne? Weil ich alle Weichen schon so gestellt habe, dass sie halt gut sind. Es gibt nichts, wo ich sagen würde, so, das muss ich in meinem Leben jetzt radikal verändern, damit es besser wird. Okay, also dieser Beziehungsaufbau ist dir sehr gut gelungen und einfach mit Menschen in Kontakt zu bleiben. Wunderschön. Was macht dich persönlich zuversichtlich, nicht nur in Zeiten wie diesen, aber grundsätzlich? Oder insbesondere in Zeiten wie diesen? Mein Glauben an das Gute. Dieses und Perspektiven zu wechseln. Also ich kann, wenn wir gerade jetzt die aktuelle Pandemie uns anschauen, ich kann beide Seiten gut verstehen, die dafür, die dagegen sind. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht das Größte, ich gucke immer, was ist die wirkliche Konsequenz auf mein Leben gerade und was kann ich tun? Und dann fange ich vor meiner eigenen Tür an. Und wenn ich was verändern möchte, dann verändere ich halt was, ne? Und wenn ich denke, dass ich
auf die Straße gehen sollte, dann gehe ich auf die Straße. Und es sind immer diese Kleinigkeiten. Und ich mache ein ernstes Beispiel, weil ich habe die Hälfte meiner Familie ist schwarz, halb Ghanesen, meine Cousinen, meine Cousins. Mhm. Und gerade in der aktuellen Black Matters-Diskussion ist es halt ein totales Thema. Und die gehen auch alle unterschiedlich damit um. Und mit meinem Cousin, der ist jetzt Anfang 20, 24, glaube ich, 25, weiß gar nicht genau, 1,87 Meter groß, trainierter Typ, einfach so richtig, auch ein sehr intelligenter junger Kerl, ja. Ich mag ihn unglaublich gerne. Und er sagt, weißt du, Fabian, den Leuten ist es wichtiger, als nicht rassistisch bezeichnet zu werden, als tatsächlich nicht rassistisch zu sein. Und er erzählt, und es sind diese ganzen Kleinigkeiten, es ist das, wenn du zu mir sagst, geh mal einen hautfarbenen Stift holen, jeder weiß, einen weißen Stift holt. Mhm. Und du dich als Schwarzer damit ausgegrenzt fühlst. Das sind diese Details, die unterbewusst sagen, du gehörst hier nicht hin. Und dann sage ich, und irgendwie genau das ist, wo ich anfangen muss und was mich dann noch wieder zuversichtlich macht, Veränderungen zu machen, weil es ist dieses Bewusstsein für diese Winzigkeiten und dann tatsächlich auch darüber zu reden und mutig genug zu sein, ja, das ist halt so. Und es gibt Momente, wo ich absolut rassistisch bin und dann sagen muss, tut mir leid, das war scheiße gerade, hast recht. Mhm. Punkt. Aber nicht dieses Ganze dann, ich erkläre und rechtfertige mich und biege es irgendwie zurecht, sondern einfach straight sein für das Einstehen, was ich halt mache, die Konsequenzen tragen und daraus lernen und dann halt, so das ist jetzt ein bisschen theatralisch, die zur besten Version eines selbst werden, aber Bewusstsein schaffen, immer Bewusstsein schaffen. Bewusstsein und, schaffen, ganz ja, genau. Bewusstsein schaffen. Ja. Ich bin auch immer wieder erstaunt, wenn ich mich dabei erwische, dass ich Gedanken habe, wo ich immer denke, ich dachte, sowas hast du gar nicht. Ne? Und ja. Sei es, dass ich in der ersten Klasse in einem Zug sitze und dann kommt hier jemand rein, wo man die Immigrationswurzeln einfach ansieht und wo ich mir denke, oh, ich glaube, du sitzt falsch. Und dann denke ich mir, hey, ja. Gabi, geht's noch? Ja, wie kommst du auf so eine Idee? Warum denkst du das jetzt? Ja. Aber ich glaube, dass das Denken nicht das Schlimme ist. Es nicht zu bemerken wäre das Schlimme. Hm. Ne? Und sich nicht selber am Öhrchen zu ziehen und zu sagen, hey, das geht sicherlich auch anders und das kannst du besser. Weil total. Wir sind ja am Ende des Tages menschlich mit unseren Erfahrungen. Ja. Und deswegen finde ich dieses Wachsein ist, denke ich, das Bemerken, Wachsein und dann sich mal am Öhrchen ziehen, mal am Näschen klopfen und sagen, okay, auch mal schmunzeln über sich selber, wie menschlich man plötzlich handelt und es dann zu verändern. Ich glaube, das bedeutet, also das bedeutet für mich, das glaube ich nicht nur, sondern bin ich überzeugt davon, nicht rassistisch zu sein. Mhm. Ja. Schön, das gefällt mir. Ja, wir sind am Schluss unseres Interviews. Es gibt noch eine allerletzte Frage an dich. Die lautet, was ist dein letzter Rat, dein letzter Hinweis, dein Aufruf an unsere Zuhörer? Was möchtest du ihnen gerne mit auf den Weg geben? Und ich sage die Sache, die ich immer sage, geh Kaffee trinken mit Menschen, die du nicht kennst. Egal, ob es in deinem Unternehmen ist, in deinem Umfeld, ob es deine Nachbarn sind. Am Ende sind wir Menschen, Menschen interagieren miteinander und es bringt nichts, in seinem eigenen Universum zu leben. Neue Menschen kennenzulernen ist cool. Und mal einfach zu sagen, hey, wollen wir nicht mal Kaffee miteinander trinken? Weil so haben wir beide uns jetzt im Endeffekt auch kennengelernt. Ne? Und schon entsteht halt was Cooles daraus. Diese Scheu davor abzulegen, in Interaktion zu gehen und dann einfach das zu tun. Das ist der Tipp. Ein wunderschöner Satz, ich wiederhole ihn nochmal. Geh mit jemandem Kaffee trinken, den du nicht kennst. Ja. Das ist doch ein Satz. Ich danke dir von Herzen, es hat mir viel Freude gemacht. Du hast mich angesteckt mit deiner Lebensfreude, mit deiner Spielleidenschaft sozusagen, im übertragensten Sinne des Wortes. So, danke dir, schön, dass du da warst und ich freue mich, wenn wir uns wieder persönlich sehen. Vielen Dank. Und Gabi, was hat dich letzte Woche überrascht? Weißt du, wie deine durchschnittliche Bildschirmzeit an deinem Mobiltelefon ist? Also, ich weiß das, ich habe ein iPhone und da wird mir meine durchschnittliche Bildschirmzeit pro Woche, also dann pro Tag, am Ende der Woche, immer gezeigt. Im Moment liegt sie bei 3 Stunden und 20 Minuten. Das hat mein iPhone, macht das für mich automatisch. Und ich habe mal nachgeschlagen, bei Android gibt es auch kostenfreie Apps, mit denen du deine Bildschirmzeit meistern bzw. erkennen kannst und beobachten kannst. So, weshalb erzähle ich dir das? Gibt es bei dir zu Hause mal die eine oder andere Mal diese Diskussion, man muss sein Handy weglegen, um den Moment zu genießen, du schaust viel zu oft da rein, jetzt genieß doch mal die Natur, jetzt stehen wir hier im Tierpark und du musst schon wieder in deinem Handy irgendwas posten. Also da gibt es ja viel Streitpotenzial. Ist es also jetzt wirklich wichtig, um den Moment zu genießen, dass man sein Handy weglegen muss?
oder kann einem das Handy helfen, den Moment tatsächlich zu genießen? Ja, diese Frage haben sich auch ein paar Wissenschaftler gestellt und haben das Ganze mal untersucht. Und sie sind zu dem Entschluss gekommen, dass es darauf ankommt, zu welchem Zweck man sein Handy benutzt. Wenn du nämlich zum Beispiel, und darüber regen sich ja auch mächtig viele Menschen auf WhatsApp oder auf Facebook oder anderen Social-Media-Kanälen, Instagram, TikTok, das, was du gerade tust, postest und kommentierst, erweiterst du damit deine Erfahrung, haben die Wissenschaftler herausgefunden. Das heißt, du hast bei diesem Erlebnis mehr Spaß, fühlst dich stärker eingebunden und hast das Gefühl, deine Zeit sinnvoller zu nutzen. Also durch dieses Teilen deines Erlebnisses, und sei es nur, dass du dein Essen fotografierst und es versendest, wird das, was du da erlebst, bedeutsamer. Wer Content zu seinen Erlebnissen erstellt, versinkt stärker im Erleben. Okay, das ist vielleicht jetzt ein wenig etwas anderes, als was du dir gedacht hast. Im Grunde genommen ist es tatsächlich nicht anders als dein Leben im Offline. In dem Moment, du kennst vielleicht sogar einfach wirklich auch diesen Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und scheinbar ist es für unser Gehirn vollständig unwichtig, ob wir das jetzt wirklich einer lebendigen Person neben uns oder uns gegenüber erzählen oder es per Mobilphone, per Social-Media-Kanal einer großen Gruppe von Menschen oder einzelnen Familienangehörigen erzählen. Wenn du also dein Gerät dazu benutzt, um Kommentare abzugeben, Witze zu reißen, dich über aktuelle Erfahrungen zu beschweren, dann deuten diese Untersuchungen darauf hin, bist du möglicherweise sehr viel engagierter, kannst die Erfahrung mehr genießen, als wenn du dein Handy nicht nutzen würdest. Falls ich dir jetzt einen Freibrief gegeben habe, immer dran denken, die anderen wollen sich auch noch wohlfühlen und im Grunde genommen möchtest du einen friedlichen Nachmittag genießen, einen schönen Zoo-Ausflug oder ein tolles Essen haben, aber irgendwo liegt wie immer der Kompromiss in der Mitte, dass sich alle wohlfühlen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit deinem Handy, mit deinen Erlebnissen und deinen Berichten in die Welt nach draußen. Mein Schattenspringer der Woche hat in dem Interview erzählt, dass er sich hat helfen lassen, als er besondere Unterstützung brauchte. Wenn du eine besondere Unterstützung brauchst und dir gerne helfen lassen möchtest in einer schwierigen Lebenssituation, dann hast du die Möglichkeit, ein Strategiegespräch bei mir kostenfrei zu buchen. Schick mir einfach eine E-Mail, dass du gerne ein Strategiegespräch hättest und ich schicke dir einen Link, wo du einen Termin vereinbaren kannst. Ich wünsche dir jetzt eine positive Woche mit vielen erfolgreichen Priming-Erfahrungen, eine Woche, in der du deine Erlebnisse gerne mit anderen teilst, Spaß hast mit Menschen, die um dich herum sind, aber auch mit Menschen, die du per Social Media über das, was du gerade erlebst, informiert. Gerade weil ja im Augenblick auch gar nicht so viele Menschen um dich herum sein sollten. Ja, und ich wünsche dir eine Woche, in der du den Mut hast, mal ein Risiko einzugehen, weil du es bewusst tust. Spring über deinen Schatten, lebe dein Leben, denn du hast nur das eine. Mach was draus, viel Erfolg dabei!